Felix hat gerade gesagt, Grobkonzept ist, wir rufen erstmal bestimmte Themenbereiche auf und bieten dann die Gelegenheit dazu, allgemein Stellung zu beziehen. Da würden wir einen Zeitrahmen von knapp 2 Minuten pro Stellungnahme setzen und zu jedem Themenblock anschließend dann noch eine ganz knappe Frage auf den Punkt gebracht mit klaren Alternativen, wo wir uns eine Ja- oder Nein-Antwort erwarten, ohne große Begründungen, damit das dann auch möglichst auf den Punkt kommt. Bei der ersten Frage machen wir aber eine kleine Ausnahme von dem Prinzip gleich vorweg, indem wir alle Kandidatinnen und die Kandidatin bitten würden. Ich glaube, vorstellen muss ich sie nicht mehr. Ne? Das ist Tom Schmidt von den Grünen. Entschuldigung, die Höflichkeit gebietet es eigentlich. Tom Schmidt von den Grünen, Peter Wunschmuth-Bauer, Kandidat der SPD und Caroline Tepas von der Partei Die Partei. So, die erste Frage. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, vielleicht haben Sie das die letzten Wochen ja auch schon gemacht, wenn Sie jetzt die Oberbürgermeisterwahl gewinnen, in ein paar Wochen die erste Ratssitzung dann stattfindet, die Sie leiten müssen, was sind denn die ersten 3 ganz konkreten Vorschläge und Vorlagen, die Sie dem Rat zur Beschlussfassung unterbreiten, Ihre wichtigsten Punkte, die als allererstes über die Verwaltung dem Rat zugeführt und dann auch möglichst beschlossen werden sollen? Da wäre es gut, wenn wir von Ihnen die drei wichtigsten Punkte, die Sie dann auch anschieben möchten, die wir von Ihnen als Oberbürgermeister erwarten können, uns kurz nennen. Fangen wir vielleicht der Reihe nach durch bei Tom Schmidt an. Also jetzt, wenn es jetzt wirklich eine Antwort sein soll, was man in 3 Wochen wirklich dem Rat vorlegt, finde ich jetzt schwierig, das wirklich eine Vorlage bis dahin hinzupassen. Aber ich sage jetzt mal trotzdem die 3 Themen, um die es mir vorrangig gehen würde. Das erste Thema, was ich wichtig finde, ist, dass wir, glaube ich, eine andere Kooperation zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis brauchen. Ich glaube, dass wir unsere Probleme, die wir in vielen Fragen haben, ob es die Flächenproblematik ist, ob es auch in der Frage der Wirtschaftsförderung ist, ob es beim Wohnen ist, ob es beim Vermarkten der Region ist, ob es bei der Finanzierung der Kultur ist. Ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Form, eine andere Qualität der Zusammenarbeit zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Deswegen würde ich versuchen, in der Beziehung eine andere Arbeitsebene herzustellen, als wir bisher gemacht haben. Ein zweites wichtiges Thema würde sich für mich im Bereich von Bildung und Betreuung darstellen. Ich glaube insbesondere die Frage der Flüchtlinge, die wir zurzeit haben, wo es darum geht, die erstens vernünftig unterzubringen, zweitens sie auch in ihrem normalen Leben richtig zu integrieren, ist für mich ein ganz wesentliches Thema, was für mich ganz nach vorne gehört. Und ein drittes Thema, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Wohnen. Ich glaube, wir müssen da eine andere Geschwindigkeit hinkriegen, um Platz zu schaffen, um Gelände, um Boden bereitzustellen, Gründe, um Wohnung zu bauen, preiswerten Wohnraum zu bauen. Und das wären eigentlich so die 3 ersten Stichpunkte, die mir am wichtigsten sind. Danke. Ich kann auch nicht mitteilen, was ich in 3 Wochen als Vorlage dem Rat vorlegen würde, aber ich kann auch die Themen ansprechen. Der erste Bereich sind familienfreundliche Strukturen, das ist Bildung und Betreuung. Das muss sich in dieser Stadt, glaube ich, ganz anders aufstellen und konzentrieren. Das zweite ist, dass ich erwarte, dass diese Stadt sich verändert im Blick auf die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in Prozesse, die Stadt auch dann tatsächlich umzusetzen hat, und zwar von Anfang an. Und das dritte ist, dass ich glaube, Verkehr, Wohnen und Gewerbe sind keine Entscheidungen mehr, die Stadt alleine treffen kann. Die müssen nicht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden, sondern die müssen gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis getroffen werden. Soweit. Wie schaut es bei der Partei, Die Partei, aus? Ja, zunächst möchte ich sagen, wie Sie alle wissen, sind wir sehr dafür, Inhalte grundsätzlich zu überwinden. Aber ich finde, da haben andere unsere Arbeit schon sehr gut gemacht. Ich möchte zuerst sagen, ich kann mir die Schuhe alleine zubinden. Dann, zweitens, ich möchte mich natürlich inspirieren lassen durch Leute, die mir sagen, was ich zu tun habe. Ich habe keine Ahnung, was ich dem Rat vorlegen würde, ganz ehrlich. Also ich habe dafür mein Personal. Ich bin ja dafür hier, um zu lernen. Und ich würde währenddessen Bürgernähe pflegen, während andere die wichtige Arbeit für mich tun, indem ich lange Spaziergänge durch die Innenstadt unternehme und zum Beispiel Kleingeld an Supermarktkassenzählen helfe, was den alten Leuten hilft und Zeit in Anspruch.
Gut, vielen Dank für die erste Runde. Jetzt haben wir dreimal mehr oder weniger abstrakt gehört, was für Themen wichtig sind. Sag ich mal, was konkret angeschoben werden soll, da kommen wir vielleicht dann jetzt im Laufe der Diskussion noch zu, dass das alles ein bisschen konkreter wird. Philipp, willst du den ersten Themenblock aufrufen? Das ist deiner. Und dann mache ich das. Fangen wir an. Der erste Themenblock, den wir gerne aufrufen wollten, ist ja auch bei ein, zwei Statements gerade schon angekommen. Das ist der Bereich Wohnen. Ich glaube, in Bonn eins der, wenn nicht sogar das drängendste Problem ist, dass wir nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben. In der Vergangenheit hat die Stadt einmal den Großteil ihrer Wohnungsbestände verscherbelt und sie macht, die Wertung sei jetzt erlaubt, nach unserer Auffassung auch deutlich zu wenig, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sei es über planungsrechtliche Instrumente, sei es über ihre auch eigene Wohnungsbaugesellschaft. Aber dazu gleich noch eine ganz konkrete Frage mit Ja- oder Nein-Beantwortung. Uns erwünschen vielleicht allgemein 2 Minuten von jedem Kandidaten, möglichst konkret. Was sind Ihre Vorschläge? Was lässt sich in dem Bereich ändern? Was können wir erwarten, wenn Sie Oberbürgermeister werden? Ich würde sagen, wir wechseln jetzt immer ein bisschen, wer anfängt. Herr Hohenschulz-Bauer, dann werden Sie als erstes dran. Wir sind eine wachsende Stadt. In den nächsten 15 Jahren werden hier konservativ geschätzt 30.000 Menschen mehr leben. Die wollen wissen, wo sie bezahlbar wohnen. Und die, die jetzt in der Stadt wohnen, die wollen das auch schon wissen. Wenn man so eine Wachstumsrate hat, dann muss man öffentlich geförderte Wohnungen bauen in einer Zahl von rund 1250 Wohnungen. Wir bauen pro Jahr etwas unter 200. Das heißt, 1000 Wohnungen jetzt schon zu wenig. Mit der Folge, dass wir die Leute, die genügend Geld haben, in der Innenstadt haben und die, die nicht so viel Geld haben, immer weiter rausgedrängt werden. Das ist eine ganz miese Entwicklung für eine Stadt, die wächst. Und deswegen muss die Stadt sich Instrumente überlegen, die sie in die Hand nehmen kann, um dagegen zu steuern. Andere Städte machen uns das vor, beispielsweise indem sie eine 30% Quote für jeden Investor verlangen, dass wenn er eine Investition, Wohnbauinvestition übernimmt, dass 30% öffentlich geförderter Wohnungsbau sein muss. Das ist auch beantragt worden im Stadtrat, die Mehrheit hat das differenziert dahingehend, dass sie sagt, ja, wir sind auch für 30%, aber stadtweit betrachtet. Und das heißt auf gut Deutsch, der Investor A sagt, ich investiere, aber nicht bei mir die 30%, weil ihr macht es ja stadtweit. Und das kann dann der Nächste übernehmen. Danke dafür. Ja, und dazu möchte ich sagen, ich habe zu jedem Themenbereich meinen eigenen Experten mitgebracht. Viele von den Personalunionen für verschiedene Themenbereiche und zum Thema Wohnungspolitik kann der Manu noch was sagen, wenn er dafür. Ich habe jetzt, die Partei macht ja Werbung damit, ich glaube, ich habe das gelesen, die Caroline Tepas ist sehr gut, habe ich gelesen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn Sie auch zur Wahl stehen, wenn wir wissen, was Sie dazu denken. Was ist denn Ihre Position dazu? Wir sind ein Kollektiv und wir sind alle sehr, sehr gut. Jetzt haben Sie versucht, mich als Linken mit dem Schlüsselbegriff zu fangen. Nichtsdestotrotz, also Sie wollen die Frage nicht beantworten. Ich würde sagen, aber Publikumsfragen oder auch Statements lassen wir erst später zu. Wenn Sie nicht beantworten wollen, dann gehen wir einfach weiter in der Reihe. Also die Frage noch, besteht die Möglichkeit, besteht der Wunsch, selbst was zu sagen, sonst machen wir weiter. Möchte ich die Frage weitergeben? Gut, dann ist Tom Schmidt an der Reihe. Also ist ganz klar, wir haben einen großen Bedarf an Wohnungsbau. Ich glaube, dass es im Prinzip vor allen Dingen 3 Dinge geben muss, die man konkret machen kann, um Wohnungsbau möglich zu machen. Das erste ist mal, es gibt von der Stadt seit Anfang 2014 ein Potenzial von Flächen, wo man Flächen bauen kann. Das sind ungefähr, wenn man es mal zusammenrechnet, rund ungefähr 6.000 Wohnungen. Für diese Flächen brauchen wir ganz schlicht die Erstellung von Bebauungsplänen. Und das wird, glaube ich, müssen wir auch im Dezernat entsprechend konzentriert machen. Das heißt, wir müssen mehr Leute darauf konzentrieren, diese Bebauungspläne tatsächlich zu erstellen. Wenn wir keine Bebauungspläne haben, ist auf diesem Grundstück noch nichts zu machen. Das ist das Erste. Dann gibt es eine große Menge von Bebauungsplänen, die über 20 Jahre alt sind, von denen man mit die noch Vorschriften haben, die absolut nicht mehr dem Zeitstand entsprechen. Ich glaube, dass man da zügiger hinkommen kann,
Ich glaube, dass bei vielen von den Plänen man über den Paragraph 34 bauen kann. Hängt man davon ab, wie die Umgebungsbebauung ist. Wenn die Umgebungsbebauung relativ prägend und klar ist, dann kann man an der Umgebungsbebauung angelegt diese Bebauung machen, ohne den Bebauungsplan zu ändern. Geht wesentlich schneller. Wichtig ist mir allerdings dabei, weil nach Paragraph 34 nicht vorgeschrieben, die Bürgerbeteiligung von Anfang an zu machen. Sollte man aber unbedingt von Anfang an machen, weil ich glaube, es ist der effektivste und schnellste Art, das zu machen. Dritter Punkt, wir haben die FEBOBAG. Die FEBOBAG hat eigene Grundstücke. Nach ihren eigenen Analysen kann man auf den Grundstücken der FEBOBAG ungefähr 1200 weitere Wohnungen bauen durch Nachverdichtung. Finde ich auch richtig. Muss man natürlich von dem Einzelnen die Grundstücke sich angucken, aber im Wesentlichen bin ich dafür, nachzuverdichten, weil ich das besser finde, nachzuverdichten, als weitere Grünflächen zuzubauen. Das sind drei Instrumente und was dazu kommt ist, was den öffentlichen geförderten Wohnungsbau angeht, haben wir jetzt auch einen Antrag eingebracht, dass alle Flächen, auf denen öffentlich geförderter Wohnungsbau möglich ist, zuerst der FEBOBAG angeboten wird. Das finde ich auch richtig, weil das die erste Adresse ist, mit der wir versuchen sollten, das hinzukriegen. Und das ist auch damit verbunden, dass man ihnen die Grundstücke eben unter Umständen auch zu anderen Preisen anbietet, damit die überhaupt die Möglichkeit haben, das schön und wirtschaftlich darzustellen. Eine kurze Rückfrage dazu, weil die Grünen ja hier seit jetzt 6 Jahren auch mehrheitstragend sind. Das hört sich nach einer vernünftigen Agenda an, sage ich jetzt mal. Was hat die Grünen eigentlich davon abgehalten, dass sie in den letzten Jahren, als sie in der Mehrheit waren, auch konkret ansprachen? Ja, das ist, weiß nicht, ob die Frage so gut ist, aber alle Fragen. Vor ein paar Jahren hätte die der Herr Ruhestoß noch bekommen. Man muss ja schon mal jetzt deutlich unterscheiden, jetzt bewerbe ich mich für das Amt des Oberbürgermeisters und nicht für das Geschäftsführer der Grünen Ratsfraktion. Es ist nämlich ein Unterschied und das Problem haben wir ja am laufenden Band. Ja, dass wir bestimmte, die Frage zum Beispiel der Erstellung von Bebauungsplänen, ja, ist ja keine Frage, dass wir den Leuten sagen, bitte, bitte stellt doch nur die potenziellen Bebauungspläne her, sondern das gehört in die Organisation des Oberbürgermeisters, dass er dafür sorgt, dass in seinem Planungsdezernat entsprechend solche Prioritäten gesetzt werden. So, das heißt, wenn ich Oberbürgermeister bin, sorge ich dafür, dass das passiert. Zweiter Punkt, der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der FEBOBAG finde ich ausgesprochen schlecht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich glaube, in der Verwaltung wird die FEBOBAG häufig als Konkurrent betrachtet. Ich verstehe das nicht. Es ist eine nicht ganz hundertprozentige, aber fast hundertprozentige Beteiligung der Stadt Bonn. Ich finde, da muss die Zusammenarbeit viel enger laufen. Wenn ich Oberbürgermeister wäre, wäre der Chef der FEBOBAG Teil quasi des Verwaltungsvorstands. Der wird jeweils regelmäßig an diesen Sitzungen teilnehmen. Dann kann man auch vernünftig zusammenarbeiten und viele Querelen, die sich da untereinander leisten, in Zukunft abstellen. Ja? Also insofern berührt es im Grunde genau das Organisationsrecht des Oberbürgermeisters und weil mir das bis jetzt nicht gefällt, deswegen bewerbe ich mich jetzt um den Posten, damit ich das in Zukunft machen kann. Vielleicht kann auch der bis vor kurzem langjährige auch grüne Aufsichtsratsvorsitzende der FEBOBAG an der Stelle helfen, ein paar Kontakte enger zu knüpfen. So, unsere Kontakte sind ganz hervorragend. Die Kontakte zwischen dem derzeitigen Oberbürgermeister und dem Chef der FEBOBAG sind eher schlecht. Ja, das haben wir ja jetzt schon an mehreren Stellen gelernt, dass die Mehrheit im Stadtrat wunderbare Beschlüsse trifft, aber der Oberbürgermeister und gleich die gesamte Verwaltung blockieren und nichts umsetzen. Ich sage Ihnen, wer sagt 30% beispielsweise einem Investor, das machen wir nicht, sondern wir beschließen das stadtweit und machen es damit, verbessern wir das, der wird nicht zu dem Ergebnis kommen. Da muss man klar Farbe bekennen, nicht nur reden, ja, wir sind für öffentlich geförderten Wohnungsbau, da muss man dann auch die Instrumente in die Hand nehmen. Und das hat diese Mehrheit abgelehnt bisher. Das hat die Mehrheit abgelehnt. Okay, jetzt kommt die Abschlussfrage zu dem Themenkomplex, wo ich mich über eine Ja- oder Nein-Antwort freuen würde, die ein Thema aufgreift, was nicht nur, aber auch die Linksfraktion mit Unterstützung der Piraten im Rat schon einmal aufgeworfen hat, nämlich ein ganz konkretes Instrument. Unterstützen Sie, wenn Sie Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden, eine verbindliche 30%-Quote für öffentlich geförderten Wohnungsbau bei planungsrechtlichen Neubauvorhaben. Im Einzelfall. Unterstützen Sie das? Ja oder nein? Da wäre mir eine Antwort sehr lieb. Tom Schmidt? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen eine Ja oder Nein-Antwort lieb wäre. Ich sehe es tatsächlich differenziert. Prinzipiell. Okay, das ist auch eine Antwort. Nein, danke. Nein. Wir fragen dahin, nur wenn Sie das so undifferenziert halten, dann. Man muss die Frage nicht beantworten. Ich beantworte die Frage hier rein. Generell ist die Quote richtig von 30%, aber nicht in jedem Einzelfall. Wenn das kurz genug ist. In meinem Masterplan 10.000 Wohnungen für Bonn ist das ein entscheidender Punkt. Also ja,
Ja, ich möchte dazu anmerken, jeder und Einzelfall schließen sich ja eigentlich gegenseitig aus. Meine Mitarbeiter sagen... Generell, Einzelfall schließen sich aber nicht aus. Sag, ich soll mit Nein antworten. Nein! Okay, so kriegen wir das auch hin gleich bei den anderen. Okay. Gut, nächster Punkt, Felix. Meine Baustelle. Wir haben das Problem in Deutschland... Diese Baustelle, kein Mikrofon. Wir hören Sie noch. Wir haben das Problem in Deutschland, dass immer mehr Schwimmbäder geschlossen werden und immer mehr Kinder lernen nicht schwimmen, also immer weniger Kinder lernen schwimmen. Das ist eine unmittelbare Folge von den Schwimmbadschließungen. Die betroffenen Kinder, die nicht mehr schwimmen lernen, das sind fast immer die Kinder von sozial schwachen Haushalten, wo die Mama eben nicht mal schnell in den Porsche springen kann und den kleinen Peter in die Nachbarstadt fahren kann. Also die Distanz zwischen Kindern und Schwimmbädern ist hauptursächlich, dass vor 20 Jahren aus einer 30-köpfigen Schulklasse 2 Kinder nicht schwimmen konnten und heute sind es mittlerweile 11 Kinder von 30, die nicht mehr schwimmen gelernt haben. Was in Bonn besonders ist, die Distanz zwischen den Bädern, also man diskutiert darüber, welches Schwimmbad soll man schließen, aber man hat sich mit keiner Zeile überlegt, was dann eigentlich aus den Kindern, aus den betroffenen Ortsteilen wird, wo die dann hinfahren müssen. Also man hat nicht ausgerechnet, was passiert eigentlich, wenn wir das Schwimmbad in Godesberg schließen oder wenn wir das Frankenbad schließen oder. Meine Frage an die Kandidaten ist, mit welchem Konzept werden Sie möglichst vielen Kindern in Bonn das Schwimmen beibringen? Wer möchte zuerst? Ja, also grundsätzlich, wie man bei uns auch in den 10 Fragen nachlesen kann. Können Sie lauter reden? Ja, ich versuche es. Ich bin ein bisschen krank noch, verzeihung. So. Wasser ablassen, Stöpsel rein, sagt mein Verein. Schwimmunterricht speziell für Muslime, denn dadurch wird Schwimmen in der Schule schwerer. Schwimmen für alle. Ist eine Meinung, kann man vertreten. Dann hören wir uns andere. Also, wir hatten ja vom Oberbürgermeister einen klaren Vorschlag, verschiedene Schwimmbäder zu schließen. Das haben wir nicht gemacht, finde ich auch richtig, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben nämlich die Schwimmbäder nicht geschlossen. In der Tat haben wir ein Problem, was den Haushalt angeht. Und ich sage mal, das möchte ich mal einmal als Einsatz hier sagen. Ich glaube, wir müssen uns ernsthaft, wenn wir uns über Konzepte überlegen, wie wir hier in dieser Stadt vorankommen, immer auch im Hintergrund haben, wie kriegen wir es hin, dass wir diese Stadt finanziell nicht vor die Wand fahren. Und dazu müssen wir in Zukunft weniger Geld ausgeben, als wir es bisher getan haben. Wir können nicht weiter damit vorfahren, 100 Millionen mehr auszugeben, als wir einnehmen. Das ist mal das Erste vor dem Hintergrund. Und deswegen sage ich beim Thema Schwimmen, ist es so, dass wir versucht haben, die Freiwillen offen zu halten und wir versuchen es ein Stück weit zu kompensieren, indem wir eine neue Kooperation versuchen, mit den Fördervereinen zu machen. Deswegen haben wir gesagt, bei den Freibädern versuchen wir einen Teil der Kosten dadurch hinzukriegen, dass diese Kooperation stattfindet. Es ist zum Teil bisher gelungen, zum Teil nicht so gut gelungen. Gutes Beispiel ist nämlich das Friesi. Da haben wir es hingekriegt mit der Kooperation hier, dass dieses Freibad morgens nach wie vor ab 6:30 aufmacht, auch den ganzen Tag über auf hat und entsprechend gut funktioniert. Bei den anderen, zum Beispiel beim Melbad oder beim Rümsi, ist es nicht so gut gelungen. Ich glaube, dass man das da aber auch noch hinkriegen kann. Beim Thema Hallenbad finde ich es durchaus eine vernünftige Überlegung, über ein linksrheinisches Kombibad nachzudenken. Ich finde es deswegen vernünftig, über ein linksrheinisches Kombibad nachzudenken zwischen Godesberg und Bonn. Warum? Es gibt, Frankenbad, da ist ein Sanierungsstau von ungefähr 20 Millionen drin. Wir haben Kurfürstenbad, einen Sanierungsstau von 6 bis 8 Millionen. Für die gleiche Summe könnte man aus meiner Sicht ein Kombibad bauen, was aber kein Spaßbad ist, das möchte ich nur mal ganz klar sagen. Es geht um ein Kombibad. Und wenn ich sozusagen mehr oder weniger die gleiche Investitionssumme habe, dann aber bei den Betriebskosten wesentlich niedriger liege, dann halte ich das für ein vernünftiges Angebot. Wenn es zwischen Godesberg und Bonn liegen würde, finde ich auch, dass die Erreichbarkeit zu machen wäre. Also könnte man mit diesem Konzept, wenn es denn gelingen würde, sagen, wir kriegen ein vernünftiges, qualitatives Angebot, haben aber trotzdem weniger Kosten und können insofern auf die haushalterischen Probleme auch angemessen eingehen. Ich finde es richtig, dass man sich überlegt, wenn man 1,7 Milliarden Schulden hat, wie man sparen muss. Aber dann erwarte ich auch intelligentes Sparen und nicht Rasenmähermethoden. Der Satz von Herrn Kupinski, dass 40% der Grundschüler, und so viel sind es mittlerweile, nicht mehr schwimmen können, ist ein hohler Satz,
wenn wir nicht dafür sorgen, dass es eine Struktur in der Stadt gibt, wo dieses Schwimmen dann auch tatsächlich praktiziert werden kann. Erstens. Zweitens. Es gibt bei uns Schwimmbäder, die marode sind. Es gibt auf der anderen Seite aber viele Vereine, die sich einbringen wollen. Bevor ich also anfange, darüber nachzudenken, muss ich das Bad schließen, überlege ich, was können diese Vereine beitragen und was wollen sie beitragen. Nehmen wir ruhig das Kurfürstenbad, was Herr Schmidt gerade angesprochen hat. Da haben die Vereine 7 Monate auf die Zahlen gewartet, um überhaupt prüfen zu können, was können wir hier tun. Das, finde ich, geht nicht. Wir müssen auf diese Kompetenzen von den Leuten auch zurückgreifen aus den Vereinen und müssen sehen, was können wir da möglich machen. Dritter Punkt, es hat mir noch niemand erklärt, weder die Kandidaten in den vielen Diskussionen noch irgendjemand, warum jetzt ein neues Kombibad für 30 Millionen auf einem Gelände, was auch nochmal 10 Millionen kosten soll, also für 40 Millionen, das die Lösung sein soll für das Bäderproblem in Bonn. Wer garantiert uns eigentlich, dass dann diese Hütte nicht genauso marode wird, weil wir nichts dran tun, so wie wir das bei den anderen Bädern auch nicht getan haben? Ich glaube, das ist ein letzter Punkt, was wir tun sollten. Tatsächlich jetzt sehen, wer ist bereit, da etwas zu tun und wer kann da unterstützen. Das Friesi ist übrigens deswegen offen, weil da ein Verein von morgens bis um 10 Uhr ist und dann ist die Hütte zu, weil um 12 dann wieder die Leute von der Stadt kommen. So, und es ist tatsächlich dann so, dass wir wirklich nachgucken müssen, was können die tun, erstens. Und zweitens, wir als Stadt Stück für Stück anfangen müssen, das zu tun, was wir längst hätten tun müssen, nämlich zu renovieren. Und das machen wir nicht mit goldenen Klinken, sondern auf einem ganz normalen Standard. Und wer darüber sich aufregt, dass die Kinder nicht schwimmen können, der soll doch bitte mal gucken ins Römerbad, wo es ein Kinderschwimmbecken gibt, wo im Haushalt das Geld eingestellt ist, um das zu machen. Und Jahr für Jahr für Jahr vom Rat das Geld ins nächste Jahr verschoben wird. Und nichts passiert mit dem Kinderschwimmbecken und das ist schlecht. Und wir haben diese Session, diesen Sommer gesehen, wie es aussieht, wenn die Schwimmbäder eben nicht überall ganztägig offen sind, sondern die Politik sich lieber dafür entschieden hat, alle Bäder schön aufzulassen, aber dann nur halbtags. So, wer kein Geld hat, der ist zumindest in den Sommerferien darauf angewiesen, seinen Kindern auch ganztägig die Möglichkeit zu geben. Ich habe das gerade geschrieben. 4 Punkte. Ja, wir haben wieder die kurze Frage, auf die man bitte mit Ja oder Nein oder einem kurzen Antwort auch antworten möge. Und die lautet, wollen Sie Bäder in Bonn schließen? Wenn ja, welches? Grundsätzlich ist das mit uns nicht zu machen. Also Bäder oder Orte, wo unpassend gekleidete Menschen rumlaufen werden, nicht geschlossen. Und nein, woran liegt das, dass die... Wenn ich mal kurz nachfragen darf, woran liegt das, dass es nicht genug Eintritt da, von Fördergeldern abgesehen, ja? Das war eigentlich die Ja-Nein-Frage. Also die Antwort auf alles ist grundsätzlich Freibier. Freibier, Freibäder, es kommen mehr Leute. Ja. Mehr Bier für Gut. Eintritt. Okay. So, dann werfen wir das nächste Thema auf. Bevor ich die Frage, welche Bäder ich schließe, bevor man die beantwortet, muss man mit denjenigen, die helfen können, die aufzuhalten, vernünftig umgehen und vernünftig reden. Und das sind die Sportvereine in dieser Stadt. Ich würde 2 Hallbäder schließen, wenn ich vorher ein Kombibad gebaut habe, unter der Voraussetzung. Wenn das mit dem Kombibad nicht funktioniert, würde ich, wenn ich keine Einigung mit Goldsberg habe, unter Umständen das Kurfürstenbad schließen. Das Kurfürstenbad
Am Ende des Prozesses ist die Voraussetzung, dass sich keine Kooperation mit einem Sportverein finden lässt, stände das Kurfürstenbad unter Umständen zur Disposition. Okay. Ist Ihnen bekannt, wie viel Mitarbeit zum Beispiel vom Melkbadverein angetragen worden ist und immerfort von der Stadt Jahr für Jahr abgelehnt? Ja, was auch immer wir uns überlegt haben, wurde abgelehnt. Das ist unglaublich. Wir kommen zu dem Fragenteil aus dem Publikum später. Ich glaube aber, dass das der Punkt ist ja völlig richtig und er ist ja auch in mehreren Antworten angeklungen, dass das der Wille ist, das nehme ich jetzt mal allen Kandidaten so vorweg, gesagt haben, dass sich das ändern muss. Die Kommunikation mit den Vereinen, die auch bereit sind, hier ehrenamtliches, zum Teil auch bezahltes Engagement zu investieren, dass das in jedem Fall auf eine andere Qualitätsstufe muss. So, ich würde, das glaube ich, halten wir mal so fest, da haben wir mal jetzt eine Ja- oder Nein-Antwort gekriegt, weil alle nicken, glaube ich. So, den nächsten Themenkreis, den ich aufrufen will. Bitte? Auch noch meine. Den nehme ich auch noch. Gut, dann mach du. Wir haben das fair aufgeteilt. Es geht um die Kultur, um Beethoven. Beethoven ist ein wichtiger Sohn unserer Stadt, ist ein Publikumsmagnet mitunter. Die Stadt hat in den letzten 30 Jahren fast eine 500 Millionen Euro investiert in Beethoven-Pflege und Beethoven-Marketing. Wir haben nicht gerade eine große alternative Kulturszene. Manche Stimmen behaupten, Beethoven frisst allen anderen Kulturbereichen die Haare vom Kopf. Wollen Sie weiterhin den kulturpolitischen Fokus auf Beethoven legen? Und welche Visionen haben Sie für eine kulturelle Strahlkraft jenseits von Beethoven und Oper? Wie wollen Sie diese Vision angesichts sinkender Kassenbestände umsetzen? Bitte schön. Wer möchte anfangen? Also, ich finde, dass wir in Bonn eine sehr breite Kulturlandschaft haben, was ich erstmal etwas finde, was etwas sehr Positives ist. Das will ich mal ganz klar sagen. Es ist auch, wir haben enorme Ausgaben in der Tat im Bereich Schauspiel, Oper und Orchester, das ist richtig. Das liegt auch daran, dass wir aus der Hauptstadtzeit kommen, damals einen riesigen Kulturetat hatten, der zu 70% vom Bund bezuschusst war und wir es insofern sich das ziemlich aufgebläht hat. Wir haben in den letzten Jahren, das muss man fairerweise sagen, ist in diesem Bereich der Kultur zwar viel gespart worden, das war auch nicht so ganz einfach, weil man von einem sehr großen Apparat kam und von einer sehr differenzierten Struktur, aber wir haben trotz dieser ganzen Einsparung immer in der absoluten Summe noch im Vergleich zu anderen Städten unserer Größe einen großen Etat. Ich bin der Meinung, dass man Oper, Schauspiel und Orchester behalten sollte. Ich will es nicht grundsätzlich als Sparte zur Disposition stellen. Ich finde aber, dass man dort mit weniger Geld auskommen muss. Ich meine mindestens, dass noch 3,5 Millionen per anno gespart werden müssen. Das wird schon zu strukturellen Veränderungen führen. Deswegen habe ich auch gesagt, wird es vermutlich dazu führen, dass wir zum Beispiel die jetzt noch getrennten Standorte in Godesberg mit den Kammerspielen und der Oper in Bonn zusammenführen sollten, weil allein diese Trennung jedes Jahr 2,5 Millionen durch zusätzlichen Personalaufwand, den man durch die getrennten Standorte hat. Im Bereich der freien und privaten Kultur geben wir in etwa 5 Millionen aus im Jahr. Ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Städten kein kleiner Betrag, den möchte ich aber nicht antasten. Im Gegenteil, ich finde, wir sollten den weiter halten und wir müssen darüber hinaus versuchen, diesen Kulturinstitutionen verlässlichere Arbeitsbedingungen zu bieten. Das heißt, wir brauchen mittelfristige Verträge, dass die wissen, wie sie die nächsten 3 bis 5 Jahre auch in sicheren Rahmenbedingungen wirtschaften können. Beethoven ist Kern und Ausgangspunkt für eine Marke, die diese Stadt tatsächlich weit über die Stadtgrenzen hinaus tragen kann. Und darunter kann sich vieles wiederfinden, was auch mit freier Kultur zu tun hat. Was ich schrecklich fand und immer noch schrecklich finde, ist, welche Diskussion wir uns erlaubt haben in dieser Stadt. Kultur gegen Sport, Sport gegen Kultur. Das gibt es in keiner anderen Stadt in dieser Art und Weise, wie wir das gemacht haben. 2 Verlierer gibt es allerdings, die Kultur und den Sport. Ich glaube drittens, wenn wir schauen, dass wir Theater, Oper, Orchester haben, dass wir Schauspiel haben, dass wir da natürlich auch nach Potenzialen suchen müssen, wo Einsparungen möglich sind. Und da auch erwarte ich intelligentes Sparen. Kooperation beispielsweise der Oper mit Köln
kann mittel- oder langfristig, nicht kurzfristig. Da gibt es Tarifverträge, da gibt es Verpflichtungen, aber mittel- oder langfristig kann das durchaus Potenziale bieten. Wenn man auf die Kammerspiele beispielsweise guckt, bei Theater ist es richtig. Die Kammerspiele in Bad Godesberg kann man dicht machen und dann spart man Geld. Aus Kämmerersicht sehr vernünftig. Wenn man dann das Kurfürstenbad auch noch zumacht, spart man noch mehr Geld. Wenn man das Bürgeramt dann auch noch zumacht, spart man noch mehr Geld. Und der Kämmerer hat ja kundgetan, das Theater können wir ruhig zumachen, weil Bielefeld hat auch nur ein Theater. Ich sage Ihnen, das ist aus Kämmerersicht alles richtig. Wir werden die Rechnung morgen, spätestens übermorgen, in einem Stadtteil präsentiert bekommen, der auf der Kippe steht, und dann zahlen wir Jugendsozialarbeiterkosten, die in die Höhe schießen. Das ist kein vernünftiges, das ist keine vernünftige Überlegung. Wie bei den Schwimmbädern bin ich bei der Kultur genauso dabei zu sagen, bevor ich nicht weiß, wie eine Verwendung besteht, bevor ich keine Idee davon habe, und ich finde, wir haben in Bonn keine Idee von Kultur. Wir reden immer über die freie Szene, wir reden über die Kultur, die Hochkultur für die feinen Herren, aber irgendwie eine Inspiration oder eine Idee hat doch, haben wir doch nicht in der Diskussion. Und das brauchen wir, glaube ich, auf alle Fälle, wenn wir auch nach... Ja, welche denn? Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was wir im Jahr 2020 alles vorhaben, dem Beethoven-Jahr, dann habe ich gesagt, ich fände es zum Beispiel toll, wenn im WCCB, das ist nun mal unser Kongresszentrum, ein internationaler Kongress, ausgerichtet von der Universitätsklinik Bonn, der Ohrenärzte stattfinden würde. Ja, das hat was mit Beethoven zu tun und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man durch die Kulturbrille so uninspiriert guckt, wie wir das zurzeit tun. Ich finde, da ist viel Bewegung drin und das gilt genauso für die freie Szene. Ich rechne nicht auf das eine gegen das andere, aber natürlich bin ich sehr, sehr dafür, dass nicht gilt der Grundsatz, einmal gefördert, immer gefördert. Und wer das Buch gelesen hat, der Kulturinfarkt, der weiß, das hat große Wirkungen ausgelöst in der etablierten Kulturszene und Hoffnungen bei denjenigen, die in der freien Szene tätig sind. Viel bewegt hat sich da noch nicht. Ich überlege jetzt gerade noch, ob Herr Unschrott-Bauer das mit den Ohrenärzten für Beethoven hier das aus der Notizliste der Partei geklaut hat. Bielefeld hat ja auch sonst nichts aus dem einen Theater. Von daher sei es. Bielefeld existiert nicht. Danke. Ich war da. Ich habe gespielt. Da bist du Ex-Mensch. So. Also nein, wenn kürzen bedeutet, Beethoven-Statuen Kopf kürzer machen, bin ich sehr dafür. Ansonsten bitte nicht kürzen. Ich meine, die Zeit der übergroßen Statuen und Personenkult ist doch vorbei. Beethoven ist nur hier geboren. Das ist alles. Er hat, glaube ich, gar nicht gelebt, oder? Ich möchte noch erwähnen, dass wir Piraten jede Menge Visionen haben, meistens okay. An den Wochenenden. Aber gut, wir kommen jetzt zur kurzen Frage. Und zwar, soll der Zuschuss zur Oper reduziert werden, ja oder nein? Und wenn ja, wie hoch? 2,5 Millionen. 2,5 Millionen. Unter. Das kann ich nicht mit einem Ja oder Nein beantworten, okay. Ja, weil ich nicht weiß, was sich beispielsweise mittelfristig aus einer Kooperation ergibt. Wenn man intelligent spart, dann muss man erstmal ein bisschen arbeiten und nachdenken und vor allen Dingen mit anderen darüber reden. Und dann kann man eine vernünftige Zahl anbieten. Weil ich das an der Stelle einwerfen will, wir würden natürlich gerne vor der Wahl wissen, was Sie sich für Gedanken gemacht haben. Vielleicht haben Sie auch schon mit dem einen oder anderen geredet und haben konkrete Vorschläge, ja, welche Richtung Sie das dann machen. Habe ich gemacht. Ich habe mit dem Chef der Philharmonie gesprochen, Herrn Langefort, als es noch um das Festspielhaus ging. Und was ist mal rausgekommen? Ja, das war ja, anschließend saß er ja bei Ihnen auf dem Podium. Ja.
Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass man sich, und das ist jetzt eine Diskussion von vorgestern, weil es die Festspiele, das Festspielhaus nicht gibt. Gott sei Dank. Aber das. Aber dass man. Ja, das war jetzt ein Ball auf dem Elfmeter und dass er den da reinschießt, ist doch bestimmt. Ja, und nein. Aber dass man sich natürlich da sehr wohl auch Gedanken machen kann, wie läuft das konkret in der Kooperation ab, auch zwischen Philharmonie und heute leider nicht mehr existierendem Festspielhaus. Gut, das war die Ja- oder Nein-Frage. Ober, bei der Oper, um welchen Grad, um wie viel Geld soll der Zuschuss an die Oper reduziert werden oder soll er so bleiben, wie er ist? Um wie viel soll er reduziert werden? Ja, ja. Oder nein? Nein. Kurz Antwort. Das ist eine gute Antwort. Die können wir auch festhalten. Ich habe noch einen Einwurf, bitte. Aufgrund der Uhrzeit. Zwei Minuten. Wir öffnen gleich für Fragen, aber für Statements aus dem Publikum. Es ging an mich. Das ging. Ja. Mache ich sehr gerne, wenn ich hier eine Uhr habe, wo ich sehe, was in 2 Minuten rum ist. Stopp doch einfach mit. Wenn es mehr wird, dann gibt es ja. So, dann sind wir beim nächsten Punkt und Themenkreis. Das ist das Stichwort soziales Bonn. Können Sie sich vorstellen, das liegt uns Linken besonders am Herzen. Bonn versteht sich auch parteiübergreifend als soziale Stadt. Die Stadt finanziert eine Menge an freien Trägern und sozialen Einrichtungen mit Zuschüssen und organisiert auch den Bonn-Ausweis, über den wir gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen wollen für alle, auch gerade im Kulturbereich, Mobilität etc. Gerade da gab es in der Vergangenheit, in der letzten Wahlperiode, gewisse Einschnitte. Und uns würde interessieren, wie gerade auch vor dem Hintergrund der Situation freier Träger, die bestenfalls, wenn sie nicht von der Sparkeule getroffen wurden, dann aber schon seit zum Teil über 10 Jahren mit konstanten städtischen Zuwendungen leben müssen, was natürlich im Hinblick auf Preisentwicklung, Personalkosten etc. faktisch zu Kürzungen dort führt. Wie wollen Sie den Charakter Bonns als soziale Stadt mit ganz konkreten Maßnahmen auch im Hinblick auf die Haushaltssituation bewahren und welche konkreten Schritte, wofür stehen Sie da als Oberbürgermeister? Herr Unschuld-Bau. Ich habe eingangs schon auf die Frage gesagt, was mache ich nach der ersten Ratssitzung? Ich sage, dass Bildung, Betreuung und Familieninfrastruktur in dieser Stadt Zukunftsinvestitionen sind und keine Sparposten. Das heißt, selbst dann, wenn man kein Geld hat, muss man in diesen Bereichen einen Fokus legen und muss da einen Schwerpunkt setzen. So, das bedeutet für das soziale Bonn, wir haben beispielsweise Kinderarmut in dieser Stadt. Und das nicht zu knapp. Ich finde, dass alle Akteure, und das ist nicht nur die Stadt, das ist nicht nur die Politik, das sind nicht nur die Wohlfahrtsverbände, sondern alle Akteure in dieser Stadt gemeinsam an einer Strategie gegen Kinderarbeit arbeiten müssen. Gegen Kinderarbeit. Gegen Kinderarmut arbeiten müssen. So. Das bedeutet, auf städtischer Seite, was kann die Stadt machen? Sie kann beispielsweise feststellen, dass an den Bonn-Ausweis nicht gedeutet wird. Das ist für mich, steht außer Frage, auch in Zeiten, in denen das finanziell so schwierig aussieht. Und der zweite Punkt ist einer, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, Herr Faber, für die Träger gilt ein Overhead, also die Büro-, Verwaltungs- etc. Kosten, der immer gleichbleibend groß ist, obwohl sie weitere Größenordnungen haben, natürlich in der Entwicklung, aber die bleiben einfach stehen. Während die Stadt, wenn sie selber ihren Overhead einberechnet, einen wesentlich höheren ansetzt. Also, da fände ich schon mal gut, wenn die Overhead-Kosten bei beiden in der gleichen Richtung sich entwickeln würden, weil die Träger, die die Arbeit für die Stadt insgesamt machen, in 10 Sekunden sind wir um, dass die dann natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten haben, die sie heute eben faktisch gekürzt bekommen, statt sie tatsächlich aufwachsen zu lassen. Ja. Entschuldigung, die Überlegungen zum Bonn-Ausweis sind für mich Sachen, das geht immer darum, ich sage es mit den Worten desjenigen, der sich in Berlin, der in Berlin irgendwie vor der Arge seinen Bewilligungsbescheid verbrennt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Er hat schön gesagt, ich möchte nicht, wie heißt er? Ralf Christian. Ah, genau, vielen Dank. Er hat gesagt, es geht für uns,
Für mich geht es darum, das System abzuschaffen und nicht in dem System so gut wie möglich zu überleben. Klare Antwort, die hört man als Linker auch gern. Die werden wir da jetzt mal erlauben. Und jetzt kann Peter Tom Schmidt nachziehen. Ja, ich meine, was heißt das, das System abschaffen? Hartz IV ist weg. Hartz IV. Tom Schmidt, Alter. Was die Hartz IV-Sätze angeht, das ist ja bedingungsloses Grundeinkommen. Die Sätze sind einfach bedingungsloses Grundeinkommen. Wer sich anguckt, dass man heute für ein Kind zwischen 0 und 5 ein bisschen Jahren. Die Hartz IV-Sätze sind einfach zu niedrig, um es ganz klar zu sagen. Es ist auch nicht im Benehmen der Kommune, das zu ändern. Wenn man heute für ein Kind zwischen 0 und 5 Jahren 234 Euro bekommt, dann weiß man, dass man damit nicht auskommen kann, sondern dass das Kind in Armut aufwachsen wird. Das ist erstmal so, muss man festhalten. Deswegen haben wir als Stadt, wie ich finde, die Notwendigkeit und die Pflicht, so gut gegenzusteuern, wie es geht. Der Sinn des Sparens und des Sparkonzeptes, so wer es auch überall kritisiert, ist genau das Geld für diesen Bereich zu halten und da nicht zu kürzen. So, und deswegen finde ich, müssen wir ein Netz haben, das fängt an beim Arbeitskreis frühkindliche Hilfen, das im Grunde ansetzt schon bei noch nicht geborenen Kindern und deren Situation. Das geht weiter über U3-Betreuung, wo wir inzwischen eine Quote von 50% haben. Die ist im Vergleich zu anderen Städten schon relativ hoch, aber sie reicht nicht aus, wir müssen zwei ausbauen. Die geht weiter über Ü3-Betreuung, da haben wir inzwischen eine Quote von 97%. Auch die reicht nicht aus, obwohl man das gedacht hat, wir brauchen irgendwie 105%. Dahin muss der Ausbau weitergehen. Das läuft weiter über OGS, das läuft auch über OGS Plus. Wir werden 16 OGS Plus einrichten, wo es zusätzlich jeweils 25.000 Euro gibt für weiteres Personal, was dort dringend gebraucht wird. Und das geht weiter über Jobcoach, Übergangsmanagement. Der Sinn dieses ganzen Netzwerkes, was man, finde ich, dringend verteidigen muss und wo es keine Kürzung geben darf, das ist der Sinn vom Sparen, da das Geld zu haben, ist, dass wir den Kindern, die zu Hause nicht die Unterstützung kriegen, die sie brauchen, von der Geburt an bis zum Ausbildungsjob und ihrer Ausbildung, Beendigung ihrer Ausbildung, wirklich so unterstützen, dass wir das, was wir in Bonn und auch in Deutschland zurzeit haben, nämlich dass das Portemonnaie der Eltern über den Ausbildungsabschluss der Kinder entscheidet, dass wir das unterbrechen. Und das sind für mich die konkreten Maßnahmen, die ich dafür verteidigen werde und weiter ausbauen will. Ich versuche mich jetzt auch nochmal unter den strengen Augen an einer wirklichen Ja-Nein-Frage. Die lautet wie folgt: Würden Sie sich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass die städtischen Zuschüsse an die Träger im sozialen Bereich dynamisiert und an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten gekoppelt werden? Peter Wunsch, also wenn die Preisentwicklung ist, dass dann die Zuschüsse der Stadt entsprechend der Inflationsrate steigen, automatisch. Das ist eine sinnvolle Forderung, wo ich aber mit Ja erst dann antworten kann, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, einen Überblick über all das zu haben, was an Verantwortung in der Stadt auch finanziell getragen werden muss. So würde ich sagen, ja, das ist dringend notwendig. Sonst können die ihre Arbeit zukünftig so nicht mehr fortsetzen. Warum seid ihr eigentlich so autoritär? Wir müssen hier Ja-Nein-Frage. Weil wir den Wahlkampf jetzt schon ein paar Wochen begleitet haben und wir den Eindruck hatten, dass es sehr häufig sehr allgemeine Antworten auf die Fragen das gibt und sehr wenig Griffe. Ja. So, ja. Deshalb versuchen wir ein bisschen Zwang auszumischen, dass es möglichst konkrete Antworten gibt. Ja, natürlich muss ich alles wissen. Und zwar mehr als das. Danke. Ein Automatismus? Nein, aber das Ziel ja. Es hat in Bonn noch nie ein erfolgreiches Bürgerbegehren stattgefunden. Sowohl Rat als auch Verwaltung werden sich mehrheitlich meist mit Händen und Füßen auch nur irgendeine Entscheidung ein einziges Mal wirklich an die Bürger abzutreten. So, Bonn packt es an, wir haben ein Bürgerbeteiligungsportal, es machen da, in diesem Jahr haben endlich mal wieder mehr Leute mitgemacht als beim letzten Jahr. Das hat wahrscheinlich daran gelegen, dass ganz bestimmte Punkte diskutiert wurden. Letztlich hat aber keiner mehr Lust da mitzumachen, weil das völlig folgenlos bleibt. Der Rat, der macht dann ratzfatz damit. Und das ist das eigentliche Ärgerliche an diesem Bürgerbeteiligungsportal. Die Frage lautet,
Was werden Sie ganz konkret unternehmen, um die Bürgerinnen und Bürger stärker einzubinden? Welche konkreten Entscheidungsbefugnisse werden Sie an den Bürger abtreten? Wer möchte als erstes? Ich auf gar keinen. Okay. Ich muss erst oben. Ich sage, Rat, Verwaltung und OB packen das nicht mehr. Wir brauchen die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Und ich meine, wir brauchen die am Anfang eines Prozesses. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe wahrgenommen werden und nicht als lästige Inputgeber missverstanden werden, die abgelehnt werden. Ich sage, die Initiative Viva Victoria wäre nicht nötig gewesen, wenn genau am Anfang dieses Prozesses mit den Betroffenen, mit den Bürgern und in dieser Stadt anständig diskutiert worden wäre. Und die SPD dem Antrag nicht zugestimmt, weil er so leise spricht, sage ich das auch nochmal laut. So, zweitens, es funktioniert nur dann, wenn Bürgerbeteiligung, und das mache ich beruflich, dass ich Verbände, NGOs, Stiftungen genau in diesen Fragen auch berate. Das funktioniert nur dann, wenn ich auf Augenhöhe wahrgenommen werde und auch ein Realisationsversprechen dahinter steht. Alles andere ist Schwachsinn. Und was Bonn Pacts an anbetrifft, war das ein Anti-Engagement und ein Anti-Beteiligungsprogramm, weil wir in dieser Stadt nicht mehr vernünftig darüber diskutieren. Weil dann heißt es, das hat so und so viel gekostet, da haben sich nur so wenig beteiligt. Wir wissen aus anderen Städten, wie gut das geht. In Esslingen, in Ulm, in Hamburg, in Berlin, in Lichtenberg. Ich könnte Ihnen noch ungefähr 140 andere Städte nennen, wo das sehr konkret zu Ergebnissen geführt hat. Ich glaube, Bürgerbeteiligung hat einen guten Sinn und die Verwaltung hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, genauso wie die Stadtgesellschaft nicht. Aber beide zusammen können eine Stadt wirklich nach vorne bringen. Ich habe die Frage nicht mehr im Kopf nach den Ausführungen von Herrn Wunschstrom. Also erstmal würde ich widersprechen, dass es hier keine erfolgreichen Bürgerbegehren war. Ich habe zwei mitgemacht, die waren sehr erfolgreich. Einmal am Bahnhofsvorplatz. Es war erfolgreich, weil es hinterher vom Rat so gemacht wurde. Das zweite war der Verkauf der kurfürstlichen Zeit in Godesberg, war auch erfolgreich. Gerade läuft ein Bürgerbegehren zu Victoria Carré. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das erfolgreich sein wird. Also insofern kann ich nicht sagen, dass das nicht stattgefunden hat und nie erfolgreich war. So, das erstmal als erstes. Das zweite ist, ich finde, wir haben schon alle möglichen Instrumente in der Stadt, die nicht so schlecht sind, was die Bürgerbeteiligung angeht. Ich finde zum Beispiel, wir haben einen Bürgerausschuss in der Stadt, das finde ich sehr gut, dass wir den haben, wo es sehr einfach möglich ist, Bürgeranträge zu stellen. Jeder Bürger kann im Prinzip auf einer Rolle Klopapier einen Antrag abgeben, der dann da ordentlich nach bestimmten Formalien dort behandelt wird und auch bis in den Rat reingeht und da entschieden werden muss. Also das finde ich nicht so schlecht, was wir da aufgebaut haben. Wir haben ein Mitmachportal in der Stadt, was dafür sorgt, dass Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, das entsprechend koordiniert wird, dass die auch dorthin vermittelt wird, wo solche Hilfe auch genau gebraucht werden kann. Das sind alles für mich positive Ansätze und nicht so schlecht, wie es jetzt in der Frage vielleicht vermittelt wurde. Beim Portal Kontakt an gebe ich zu, dass das ambitionierter gedacht war, als es hinterher rausgekommen ist. Ja, das muss man sagen. Da müssen wir wirklich noch überlegen, wie es besser geht. Ich bekenne aber auch ganz offen, dass es bei der Bürgerbeteiligung für mich wirklich ein Problem ist. Ja. Bürger, die sich, sage ich mal, die es nicht diejenigen sind, die sich ohnehin gerne engagieren, wirklich an diesen Prozessen wirklich zu beteiligen. Allein schon über die Zugänge zu denen verfinden, die Art der Veranstaltung zu finden, ist nicht immer gut über das Internet. Ich sage, das ist wirklich schwierig und dann müssen wir einfach noch gemeinsam nachdenken, wie das besser kann. Ein Patentrezept habe ich da ehrlich gesagt nicht. Ich finde aber die Bürgerbeteiligung natürlich extrem wichtig und da muss man wirklich nochmal gemeinsam mit den Leuten diskutieren, wie das besser machen kann. Neben allen Piraten sitzen und sagen, dass das Internet nicht die Allheillösung ist, gut, den gehen wir hin. Das kann man schon mal festhalten. Ist aber trotzdem so. Es ist nicht die Allheillösung. Wir erreichen nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung über das Internet. Eine Zwischenfrage. Eine Zwischenfrage. Reden, wenn Sie so ein sind? Ja, später dann. Ja. Ich finde die Seite der Stadtbahn auch relativ unübersichtlich. Ja. Aber grundsätzlich möchte ich mal zu der ganzen Versammlung zwischendurch sagen, wir sind ja völlig unter uns, ist ja gar keiner von der Gegenseite da.
Ja, die Linken und die Piraten veranstalten das Ding, die beiden koalieren Wälzen, sie sind sehr gut. Wo ist Herr Skidderan? Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ich kann mich an ein Bürgerbegehren erinnern, wo es auch um den Bahnhofsvorplatz ging, wo eine Initiative Tausende von Unterschriften gesammelt hat und dann gesagt bekam, ihr habt ja die falsche Frage gestellt, so ist das ja gar nicht legal. Ist das das, was du erfolgreich meinst? Nein, das meine ich nicht. Wir haben einen Erfolg damit mit Brune, das gebaut werden sollte, haben wir erfolgreich durchgeführt. Der Rat hat aufgrund des erfolgreichen Bürgerbegehrens zurückgezogen. Die Bebauung hat nicht stattgefunden, Gott sei Dank. War sehr erfolgreich. Ja. Kurve Digitalausgleich, auch sehr erfolgreich. Kommt zu der kurzen Frage. Vielleicht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt Sinn macht, dass ich ihr das mal sage, es sei eine kurze Frage. Die Antwort soll kurz sein. Genau. Eine kurze Antwort erfordert eine Frage. Welches Thema werden Sie dem Rat als OB vorlegen? Oder welches Thema werden Sie als OB durchführen in Form eines Bürgerbegehrens? Welches Thema werden Sie setzen, um zu sagen, ich bin tatsächlich der Mensch, der die Bürger ins Boot holt und entscheiden lässt? Ratsbürgerentscheid zum Beispiel. Welches ganz konkretes Thema? Nur ein Satz oder ein Wort oder ein Begriff bitte. Wirklich kurz. Bitte, Herr Ruhnschuh-Bauer. Schwerpunkt auf Bildung, Betreuung und familienfreundliche Strukturen in dieser Stadt, Zukunftsinvestitionen oder Einsparpotenzial. Noch konkreter? Noch konkreter, Ausbau, OGS statt Gleichstand oder sogar runter. Das wollen Sie den Bürgerentscheid klären? Das werde ich klären, deswegen, weil die Politik offensichtlich dazu nicht in der Lage ist, sich darauf zu verständigen, dass es diese Schwerpunkte gibt. Und die Bürgerinnen und Bürger sind da durchaus bereit, da auch zu investieren. Es gibt ein Thema, das konkret als Ratsbürgerentscheid dem Rat vorlegen würde, dass ein Bürgerentscheid eingeleitet wird. Wenn Kinderbetreuung, was sind ein Kinderbetreuung? Nein, das sind Themen. Ganzjähriges Freibierfest, Verbot von Gartenzwergenmännchen und den öffentlichen Nahverkehr. Oh, Scheiße. Die Politik hat das nicht tun. Die Bürger müssen es entscheiden, weil sie es nicht hinkriegen. Das ist auch so, wir rufen jetzt noch zwei Themen auf. Ein Thema ist hier schon angeklungen, das ist das Thema Viktoria-Carré. Als wir hier gerade eben aufgebaut haben, ging die Demo an uns vorbei. Hinten, ich glaube am ersten Tag der Unterschriftensammlung, wurden schon über 3000 Unterschriften gesammelt, dieser Bürgerinitiative, dieses Bürgerbegehrens, das sich gegen den ja schon gefassten Ratsbeschluss richtet, das städtische Eigentum im Viktoria-Carré zu verkaufen an einen Investor, der dort vor allem eine große Einkaufsmall, ich sage das auch wertend, einen relativ uniformen Einkaufsklotz errichten will. Dagegen gibt es viel Protest, ich finde das sehr richtig. Wie stehen Sie dazu? Was ist Ihre Position zum Bürgerbegehren Viktoria-Carré? Was ist die Ihrer Partei und wo würden Sie sich als Oberbürgermeister ganz konkret für einsetzen? Ich habe da gewohnt viele Jahre, Viktoria-Carré, und ich kann sagen, wenn es abgerissen wird, ist es nicht schade, aber wenn ein Einkaufskarree dahin kommt, ist es schade. Also, ich finde die Entscheidung des Rates falsch, das an Siegner zu verkaufen. Ich glaube, dass eine Einkaufsmall die Innenstadt nicht attraktiver machen wird, sondern sie wird ihr eher eine interne Konkurrenz bestehen. Ich bin der Überzeugung, dass es richtig wäre, dort weiterhin eine Mischung aus Einzelhandel, aus Wohnen und auch Gastronomie anzubieten. Ich finde auch die Vorstellung bei einer Mall, dass da zukünftig um 20 Uhr abgeschlossen wird und die Bürgersteige hochgeklappt werden, eher schrecklich. Ich finde, wir müssen die Nähe zur Universität dort berücksichtigen. Und deswegen sollten wir haben, sage ich mal, studentisches Flair in der Innenstadt nicht gerade im Übermaß. Das wäre ein Bereich, wo man das deutlich machen könnte und machen sollte. Ich finde deswegen gut, dass es diese Initiative gibt. Und wenn sie erfolgreich ist, was mich sehr freuen würde, würde ich mich auch als Oberbürgermeister selbstverständlich dafür einsetzen, dass dieser Ratsbeschluss dann zurückgenommen wird. Ich trete ein, auch für eine Nutzung, die zunächst einmal mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen werden muss. Die müssen gehört werden, die Betroffenen müssen gehört werden, aber auch alle anderen Akteure da im Umfeld. Eine Mall kommt für mich nicht in Betracht.
Ich glaube, Einzelhandel, Wohnen und Wissenschaft ist eine gute Mischung, kann eine gute Mischung sein. Eine Mall würde ganz andere Entwicklungen auch, was die Innenstadt betrifft, hervorrufen. Ich glaube auch, das sind Konzepte, die nicht tragen. Das Zweite ist, ich glaube, und das habe ich vorhin schon gesagt, das wäre nicht nötig gewesen, dieses Bürgerbegehren, wenn am Anfang eben gesprochen worden wäre. Das Dritte ist, wenn das erfolgreich ist, das Bürgerbegehren, würde ich mich als Oberbürgermeister selbstverständlich auch dafür einsetzen, dass der Ratsbeschluss wieder aufgehoben wird, weil eigentlich das, was die Initiative jetzt macht, hätte am Anfang erfolgen müssen. Das ist eigentlich die erste Beteiligung der Menschen, die da betroffen sind. Die erfolgt jetzt durch dieses Begehren und deswegen würde ich das dann auch am Ende unterstützen. Vor ein paar Jahren, 5, 6 Jahren, ja, gab es tausende von Stimmen gegen die Schließung des Viktoriabades. Ja. Es gab eine Wut, die kochte. Das war nämlich ein Zentrum, wo sich alte Handwerksmeister, kleine Beamte als soziales Treff getroffen haben. Also das hatte eine soziale Funktion. Ja. Und ich habe jahrelang die Leute, ich bin nur jemand, der seit Jahr und Tag fast täglich schwimmt. Ich habe so viel Wut und Verbitterung und Empörung erlebt, weil es nämlich Schichten gibt, alles was Kulturträger ist, die können sich wunderbar artikulieren. Es gibt aber auch Schichten, die auch eine Daseinsberechtigung haben. Und sie können sie beim Schwimmen wunderbar treffen. Die sagen, auf uns gibt ja keiner was. Da machen die ihre Oper, aber unser Schwimmbad ist zu. Das ist jetzt schon das zweite. Und dann müssen sie noch ein neues machen. Und dann fahren wir jedes Mal einen Bus hin. Kostet jeder Schwimmbadbesuch noch mehr. Und die Kinder und die jungen Ausländer können schon gar nicht hin. Okay, ich glaube, wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben, die die Herren und die Damen auch sicher mitnehmen und hoffentlich dann auch beherzigen. Lassen Sie mich aber zum Thema Viktoria Carré jetzt eine konkrete Frage stellen. Wir haben zweimal gehört, wenn Sie OB wären, würden Sie bei einem erfolgreichen Begehren dafür plädieren, dass dem auch gefolgt wird. Unterschreiben Sie denn das Bürgerbegehren? Ist Ihre Unterschrift dabei? Auch am Tag der Wahl? Ist die schon auf der Liste dabei? Tom Schmidt, ja? Nein, meine ist nicht dabei. Kommt sie noch dazu? Ich fände das anbiederisch und blöd, wenn ich vor dem Wahltag jetzt das unterschreiben würde. Ich nehme klar dazu Stellung und sage, was ich erwarte und was ich glaube auch, dass diese Initiative das Recht hat, das jetzt so umzusetzen und was ich machen würde, das habe ich der Initiative auch gesagt, wenn sie erfolgreich damit sind. Ich finde, als Oberbürgermeisterkandidat gibt man seine Bürgerrechte nicht ab und als OB auch nicht, hat man ganz normale Bürgerrechte, deswegen darf man das durchaus unterschreiben. Ja. Das ist grundsätzlich richtig, aber es ist natürlich blöd, wenn man immer Ja sagt und Nein, Nein meint. Meinen Sie das? Ja. Jetzt haben wir noch eine Kandidatin, kurze Frage. Also ich finde, er ist ein Politiker. Das Bürgerbegehren, ja oder nein? Das habe ich schon getan. Ich finde es gut, wenn Politiker nicht will. Caroline Tepas hat es schon getan. Okay. Wir kommen zur letzten Frage, zum Thema Freifunk. Wer von Ihnen weiß nicht, was Freifunk ist? Freifunk funktioniert etwa so, man nimmt sich ein, Sie haben alle WLAN oder viele von Ihnen haben WLAN zu Hause, nur dieses WLAN funktioniert dann nicht nur für Sie persönlich mit Ihrem Passwort, sondern für alle, die da rumlaufen. Das gab früher rechtliche Probleme, diese rechtlichen Probleme sind heute gelöst. Theoretisch könnten wir auch überall da, wo städtische Immobilien sind und städtische Internetanschlüsse, da könnten wir auch ein offenes WLAN aufmachen, wo dann jeder mit seinem Handy ankommen könnte und quasi kostenlos surfen. Das ist wie geteiltes WLAN oder geteiltes Internet in der Stadt. Die Stadt könnte das unterstützen, aber die Stadt Bonn kommt seit Jahren nicht über den Testbetrieb hinaus. Im letzten Wirtschaftsausschuss hat die CDU allen Ernstes vorgeschlagen, so ein WLAN-Netz bereitzustellen, aber ohne Internet. Völlig sinnfrei. Ist der das
Es gibt in Bonn ein offenes WLAN von der Telekom, das funktioniert aber nur 30 Minuten am Tag, hat eine sehr umständliche Anmeldung. Die Hälfte der Zeit geht für das Anmelden drauf. Es ist eigentlich ein Werbegeschenk von der Telekom, das die Kunden dann dazu einladen soll, doch bitte bei der Telekom einen Vertrag anzubieten. Dem Rat ist das genug. Wenn der Ratsherr im Ratssaal sitzt, dann hat er da auch Internetempfang und WLAN-Empfang mit seinem städtischen iPad. Aber wenn der Besucher hinten auf der Tribüne sitzt, dann hat er da gar keinen Internetempfang. Da kriegt man nämlich gar kein Netz im Ratssaal. Man könnte jetzt diesen Freifunk, dieses freie WLAN unterstützen von der Stadt. Die Stadt tut es aber nicht. Die kommt nicht aus dem Puschen. Wie wird sich dieser Zustand entwickeln, wenn Sie Oberbürgermeister sind? Wer möchte als erstes? Bitte schön. Ich habe vor 6 Jahren in Berlin einen Verein gegründet, der heißt Kreativpakt e.V., der sich um die Situation der Kreativen, der Kreativwirtschaft kümmert. Und dazu zählte auch genau dieser Bereich. Eine der Forderungen ist nicht nur, dass man in den Schulen das natürlich als Unterrichtsfach auch einsetzt, beispielsweise programmieren, beispielsweise damit umgehen. Das zweite ist, dass man die Lehrerinnen und Lehrer fördert. Und das dritte ist, dass man natürlich an öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden genau das macht, dass man nämlich die Möglichkeiten schafft. Und es ist ja in Bonn so, dass Sie eine halbe Stunde frei arbeiten können mit dem Telekom-Zugang und da geht die Viertelstunde weg. In Hamburg können Sie dasselbe beim Telekom-Hotspot eine Stunde machen. Frage ich mich, warum ist das so? In Berlin kann man es überall sehr lange machen. Wesentlich länger. Ich meine, dass die Stadt sehr wohl genau über diesen Freifunkweg an den öffentlichen Gebäuden das so entsprechend einrichten kann. Da sind wir unheimlich weit zurück und könnten ein ganzes Stück weiter nach vorne kommen. Ja, ich habe gehört, die Stadt Krefeld hat das tatsächlich schon umgesetzt. Ist das wahr? Ja, viele Städte, Mörs. Mhm. Also fahrt an den Niederrhein. In der Pampa gibt es das schon. Ja. Ja, Berlin noch nicht. Nein. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, soweit? Ich bin dafür. Gut, du bist dafür. Tom Schmidt auch? Ja, ich bin dafür, den Freifunk auch mit diesem Konzept zu unterstützen. Ich glaube in der Tat, dass man über diese Freifunkvereinigung die rechtlichen Probleme vernünftig lösen kann, so wie es mir bekannt ist. Ich finde das nicht nur eine Forderung, sondern es ist eigentlich inzwischen ein ganz normales Recht, dass die Leute Zugang zu den WLAN haben. Das sollte man auch in der ganzen Stadt, finde ich, unterstützen. Das sollte man auch in öffentlichen Gebäuden unterstützen. Ich finde nicht nur den Aspekt des Zugangs wichtig, sondern ich finde auch die Idee eines eigenen Bürgernetzes gut dabei, weil wir wissen alle, was in den offiziellen Netzen sich so abspielt. Und deswegen finde ich eine Parallelstruktur, die man auf diese Art und Weise aufbauen könnte, gut. Und ich würde das als Oberbürgermeister auf jeden Fall unterstützen. Kurze Frage und ein Wunsch, Herr Wunschbrotbauer. Die Frage lässt sich tatsächlich mit Ja oder Nein beantworten. Wird es, wenn Sie Oberbürgermeister sind, auch für die Gäste Freifunk im Ratssaal geben? Ja oder nein? Ja. Danke sehr. Aber nur dann, wenn die Ratssitzungen auch zukünftig so übertragen werden, dass nicht nur der Oberbürgermeister zu sehen ist, sondern auch die Ratsherren und Damen. Weil das ist die nächste Lachnummer, die wir uns hier erlauben. Diese Einschränkung würde ich eigentlich auch nicht machen. Selbst wenn nur der Oberbürgermeister gezeigt wird, das wäre dann ich. Das glaube ich auch. Die Zuschauer haben Zugang zu WLAN. Dazu würde ich es nicht abhängig machen. Okay. Das ist auch Ja gesagt. Okay. So, wir haben jetzt noch eine Frage eigentlich vorbereitet zum Thema Haushalt. Wir haben aber eben gesagt, wir wollen es natürlich auch noch im Rahmen der Zeit für Fragen aus dem Publikum öffnen. Deshalb würde ich das jetzt zurückstellen, vielleicht gibt es ja auch Fragen zu Haushalt und Finanzierung, dass sich das vielleicht verbinden lässt, aber jetzt liegt es bei Ihnen, Fragen zu stellen. Wir sammeln vielleicht 3 Fragen, damit wir die dann auch gesammelt hier beantworten können, sonst kommen wir gleich nicht durch. Und eine klare Ansage von mir, bleibt höflich, sonst werde ich unhöflich. So, wir haben da hinten eine Wortmeldung, dann hier vorne und dann dort. Ich habe nicht gesehen, wer hier zu früh, wer erst die Hand aufgeworfen hat. Sagt mir, nehmt mir nach, ich kann das jetzt nicht. Also hinten eine Frage. Ja. Ja, ich
Ich hatte den drei Kandidaten der SPD, der CDU und der Grünen eine Mail geschickt, also die Herren, die da sind, die wissen das, dass ich mich bei dieser Kommunal-, bei dieser Oberbürgermeisterwahl am 13. September der Stimme enthalten werde. Ich werde mich zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Wahlvorgang der Stimme enthalten, weil nicht wegen der Kandidaten, nicht wegen der kommunalpolitischen Dinge hier, die ich für sehr wichtig halte, sondern aus Protest gegen die sehr unsolidarische Griechenland-Politik der Bundesregierung. Ich finde, dass wir da symbolische Zeichen als Bürgerinnen und Bürger... Es ist ihr Recht, von dem Stimmrecht keinen Gebrauch zu machen, aber für die Kommunalpolitik ist es dumm. Ich denke, bitte... Ich hatte das nur kurz vorstellen wollen. Mit der Bitte an der Punkt ist angekommen. Das war eine Anmerkung. Okay, Anmerkung, dann haben wir hier vorne eine Frage von der Dame, die hier vorne lag, mit Reihe 3. Ja, es haben ja nun alle viel über Bildung und Teilhabe gesprochen. Da würde ich vor allen Dingen gerne an den Herrn Schmidt nochmal die Frage zum Thema Bibliotheksschließung stellen. Da waren wir nun in Beuel Ost stark von betroffen. Wie lässt sich das damit vereinbaren? Was machen Sie das als Oberbürgermeister wieder rückgängig? Nein. Nein, nicht wieder rückgängig, aber ich sage nochmal. Die übrige Frage. Achso, Entschuldigung, soll ich die Antwort nicht? Entschuldigung. So, dann hatten wir hier vorne die Dame, die da hier vorne. Bitte, wir sammeln jetzt drei Fragen für ein Statement. Das kommt. Also kommen noch zwei Fragen und dann gibt es noch eine Runde. Eine Frage an den Herrn Rumschuh-Bauer. Es gibt eine wunderbare alternative Kulturszene in Bonn, die an allen Ecken und Kanten blockiert wird. Ganz speziell gerne alternative Partys, alternative Karnevalspartys auch. Wird das unter Ihnen als OB so weitergehen oder möchten Sie sich mit den alternativen Kulturschaffenden auseinandersetzen? Haben Sie das getan? Werden Sie das tun? Werden Sie das unterstützen? Das ist meine Frage. Das war Frage 2, dann nehmen wir da hinten Frage 3, bitte. Ich würde gerne erfahren, wie die OB-Kandidaten zum Tierheim Bonn stehen, insbesondere zur Finanzierung und was sie von der Idee halten, einen Teil der Hundesteuer für die Finanzierung aufzubringen. Gut, dann haben wir jetzt drei Fragen. Hier eine an Tom Schmidt, eine an Peter Rumschuth-Bauer und eine an alle drei. Tom Schmidt, fängst du an. Ich muss mich ja kurz halten, trotzdem einen Satz vorweg muss ich machen. Und zwar zum Thema Haushalt, das ja leider hier sozusagen über die Klippe gegangen ist. Das Problem ist einfach so, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Wir müssen, aus meiner Sicht, wenn wir diese Stadt nicht vor die Wand fahren wollen, müssen wir ein Sparkurs. Wenn wir diese Stadt nicht vor die Wand fahren wollen, das würde sehr schnell gehen, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher machen, sind wir innerhalb von 3 bis 5 Jahren im Nothaushalt. Wenn wir im Nothaushalt sind, bestimmen wir über gar nichts mehr in der Stadt, sondern dann macht es der Regierungspräsident. Deswegen ist Sparen nicht irgendwie ein Selbstzweck, sondern der Versuch, die Handlungsfähigkeit dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Wenn man das machen will, muss man Prioritäten setzen und wer Prioritäten setzt, der muss auch sagen, wo er manche Sachen nicht mehr so macht. Das finde ich, ist eine Frage der Ehrlichkeit. So, jetzt bei dem Thema Bibliotheken. Wir haben ein Haus der Bildung gemacht, in das wir viel Geld eingesetzt haben, was ich auch richtig finde. Das Haus der Bildung ist nicht nur ein Ersatz dafür, für die alte Stadtbücherei, die es da gegeben hat, sondern ist ein ganz anderer Ansatz. Das brauchen wir auch. Heute geht es nicht mehr nur darum, Bücher auszuleihen, sondern heute geht es darum, Medienkompetenz zu lernen. Und dass dieser Ansatz, den wir im Haus der Bildung haben und auch brauchen, erfordert mehr Personal. Deswegen war von Anfang an klar, wenn das Haus der Bildung kommt. Das stimmt doch gar nicht. Darf ich meine Meinung sagen? Wo ist es wohl gewesen? Es ist von Anfang an klar gewesen, dass beim Personal aus den Stadtteilbibliotheken im Haus der Bildung gebraucht wird. So, jetzt haben wir auch da den Vorschlag der Verwaltung gehabt, bestimmte Stadtteilbibliotheken zuzumachen. Da haben wir gesagt, wir versuchen eine Lösung zu finden, indem wir versuchen, die Unterstützer, die es dort ehrenamtlich gibt, mit denen ein Kooperationsmodell zu fahren, um wenigstens die Stadtteilbüchereien offen zu halten und nicht direkt schließen zu müssen, wie es der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat. In einem Fall, ja so war es, ist auch immer so. Ja. So, jetzt haben wir in einem Fall, im Auerberg zum Beispiel, finde ich, das Modell ist so gut wie sicher, dass es funktionieren wird. Das sollte auch nicht stattfinden. Da werden wir sogar ein inklusives Modell haben mit dem Haus Müllestumpe, was ich sehr gut finde und froh bin, dass es so ist. So, es gibt an zwei Orten nach meiner Kenntnis noch Verhandlungen. Das eine ist in Dottendorf und das andere ist in Endenich. Und ich würde mich auch da freuen, wenn wir es hinkriegen, ein Modell zu finden, dass wir zusammen mit den Ehrenamtlichen, die dort arbeiten und natürlich auch super Arbeit leisten, das aufrechtzuerhalten. Wir müssen allerdings, das ist gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir können nicht mehr den gleichen Personaleinsatz in diesen Stadtteilbibliotheken bringen, den wir da vorher gehabt haben. Danke. Ja, wieder.
Die Frage war, ob ich mit Kulturschaffenden rede. Ja. Alternativkulturschaffenden. Auch Alternativkulturschaffenden. Ja, vor allem auch mit denen, nicht nur über den Verein, nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln. Und in Bonn. Und in Bonn mit denen, die beispielsweise in Stadtteilbibliotheken unheimlich gute Arbeit, Kulturarbeit leisten, indem sie sich nicht nur für den Erhalt einsetzen, sondern indem sie beispielsweise in Dottendorf 40 Lehrerinnen und Lehrern, vielen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte auf die Sprünge helfen, was Deutsch angeht, die sie in der Schule begleiten etc. Ich glaube, wir gehen einen Holzweg, wenn wir Ehrenamt zum Hauptamt machen und uns immer weiter als Stadt davon zurückziehen. Übrigens, das Haus der Bildung kann man ja auch mit dem einen oder anderen Ehrenamtler versorgen, die sind bereit dazu, dann kann man einen Hauptamtler auch in eine Stadtteilbibliothek setzen. Und da zitiere ich jetzt mal den IHK-Chef, der sagt, das ist ein Stück aus dem Tollhaus, dass wir die Dinger hier dicht machen für 200.000 Euro. Und wir reden über Bildung und Betreuung und familiengerechte Strukturen. Dazu gehört auch die alternative Kultur, vollkommen klar. Aber auch mit, also es ist nicht nur Stadtteilbibliothek, die Alternativen. Also beinhaltet ja noch, ja, Sie haben die Frage sehr schön und lang. Herzlichen Dank. Natürlich verstehe ich total. Politisch finde ich das ganz großartig, argumentativ großartig. Aber wenn es wirklich um die alternative Kulturszene an sich geht, okay, nicht Oper, sondern alternative Kulturszene, ja, wird nicht weiter blockiert. Das, ist genau das Thema. Zum Beispiel. Ich habe dieses Thema hier in dem Wahlkampf, glaube ich, als Erster aufgebracht, weil ich gesagt habe, ich würde der Stadt mal raten, da auch mal einen geraden Rücken zu machen, sich ruhig auch mal verklagen zu lassen und dem Gericht zu erklären als Oberbürgermeister den Unterschied zwischen Stadtlust und Stadtfrust. Und ich glaube, wir kriegen eine andere Stimmung in dieser Stadt. Wir kriegen eine andere Stimmung und ein klareres Verhältnis gegen die permanenten Neinsager, gegen Open-Air-Kultur und diejenigen, die wir auch mitnehmen müssen, die beispielsweise um 4 Uhr aufstehen müssen, weil sie in die Frühschicht müssen. Da gibt es einen Widerspruch und den müssen wir auflösen. Das können wir auch ganz alle zusammen, weil wir ja nicht vorhaben, jeden Abend Remi-Demi-Veranstaltungen zu machen, sondern uns wirklich auf eine vernünftige Regelung in dieser Stadt auch zu verständigen. Das heißt, Sie würden unterstützen. Gut, lassen wir jetzt kein Zwiegespräch. Wenn überhaupt, dann führen wir hier vorne das. Das ist unser Privileg gerade. Ich habe jetzt noch die Frage nach der Position zum Tierheim. Ich würde die ganz gerne verbinden mit der Grundfrage, die jetzt in mehreren Stellen aufgekommen ist und die natürlich all dem, was wir hier an schönen und auch Sie an schönen Forderungen aufbauen, natürlich immer an Grenzen stößt, nämlich die der Haushaltssituation der Stadt. So, da ist die Position der Linken, dass es zum Teil auf Fehler vor Ort, ich sage nur WCCB, zurückzuführen ist, aber im Grundsatz auch auf eine falsche Steuerpolitik, dass wir Reichtum nicht adäquat besteuern, dann hätten wir viele Diskussionen auf Sport oder Kultur alternativ so nicht. Die Frage ist trotzdem, wie gehen wir um? Wie gehen wir im Stadtrat damit um? Wie geht der nächste Oberbürgermeister damit um? Und sehr konkret, wie reagieren Sie auf diese Haushaltsschieflage mit 1,7 Milliarden Schulden? Welche konkreten Sparmaßnahmen schlagen Sie vor? Oder wenn Sie die nicht vorschlagen, wie sehen Sie es zum Beispiel mit der Einnahmesituation? Stehen Sie dafür, die Gewerbesteuer für die Unternehmen in dieser Stadt zu erhöhen, um Strukturen zu finanzieren? Ich würde dieses Beispiel, können Sie sicher auch was zum Tierheim sagen, zur Finanzierung von Strukturen, die wir alle für wichtig halten. Wie wollen Sie das in Anbetracht der Haushaltslage regeln? Wo setzen Sie Prioritäten? Wo wollen Sie einsparen? Wie wollen Sie Steuern erhöhen? Vielleicht dazu an der Stelle nochmal eine Runde. Machen wir das gerade vielleicht an der Stelle. Tom Schmidt, bitte. Also, Tatsache ist, dass wir bei einem Haushalt von 1,1 Milliarden ungefähr 80 bis 100 Millionen mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir müssen also, wenn wir die Stadt Handlungsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit der Stadt erhalten wollen, müssen wir dazu Maßnahmen ergreifen. Wie können wir das machen? Es gibt aus meiner Sicht drei große Blöcke, die diese Stadt hat. Wir haben 310 Millionen Personalkosten, 280 Millionen Aufwendungen, Sach- und Dienstaufwendungen durch die Verwaltung und wir haben ungefähr 450 Millionen Transferleistungen. Das sind ungefähr die drei großen Blöcke. Ich glaube, dass wir tatsächlich nicht darum herumkommen werden, beim Personal einzusparen.
Das wird nicht anders gehen. Warum? Wo? Ja, wir machen gerade ein neues Schwimmbäder. Wollen Sie jetzt eine Antwort von mir haben oder selbst Vorschläge machen? Mir ist auch beides recht. Also ich habe ja gesagt, wir machen eine Organisationsuntersuchung gerade Amt für Amt durch. Da gibt es einen eigenen Untersuchungsausschuss, wo die Ergebnisse jeweils vorgestellt werden und ich glaube, dass es da auch möglich ist. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein schönes Beispiel sagen, im Katasteramt zum Beispiel, da herrschen aus meiner Sicht Zustände wie vor 30 Jahren zum Teil. Da kann man über eine vernünftige Digitalisierung ordentlich abspecken und auch durchaus Personal einsparen, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Aber insgesamt muss man sich auch nichts drüber vormachen. Es geht nicht nur über Effizienzsteigerung, sondern wir werden tatsächlich auch bei den Leistungen ein Stück weit abbauen müssen. Wenn wir es nicht machen, das möchte ich hier nochmal sagen. Welche Leistung? Ja, das wird man an den einzelnen Ämtern ruhig unterbinden. Ich sage Ihnen von mir aus auch gerne ein Beispiel, weil die Bürgerdienste ja hier ein Punkt sind, der kritisch behandelt wird. Das sage ich Ihnen ganz klar. Wir haben vorher in den Bezirksrathäusern jeden Tag diese Bürgerdienste angeboten. Ja? Und wir haben sie außerdem zentral angeboten. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, die Bürgerdienste in den Bezirksrathäusern einmal in der Woche anzubieten und im Übrigen das System im Stadthaus selber in der Qualität zu verbessern. Wie das jetzt in der Pilotphase geklappt hat, ist zwar eine zweite Sache. Aber im Prinzip, finde ich, ist das eine Geschichte, die richtig ist. Ja? Es ist für mich zumutbar, auch nicht schön, aber es ist zumutbar, wenn man sagt, für diese Bürgerdienste, wo man sich zum Beispiel einen Führerschein holt oder einen verlängern lässt und sowas macht, finde ich es zumutbar zu sagen, das kann man entweder jeden Tag im Stadthaus machen oder einmal die Woche einen bestimmten Dienstleistungstag in den Bezirken. Bringt eine Einsparung von 1,3 Millionen bei den Personalkosten. So, und dann sage ich eins auch noch dazu. Wer immer hingeht hier und sagt, sparen müssen wir, ja, aber jeden konkreten Sparvorschlag ablehnt, ja, und zweitens noch jede Menge Vorschläge hat, wo er zusätzliches Geld ausgeben will. Und wenn er dann gefragt wird, wie er das machen will, sagt er, spare ich intelligent oder ich spreche mal, wenn ich OB geworden bin mit den Bürgern, dann finde ich mit denen schon eine Lösung. Ja, dann sage ich, damit kommen wir nicht zu Potte, sondern damit werden wir nämlich mit dieser Person in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder vor sie treten und sagen, leider haben wir es vor die Wand gefahren, jetzt bestimmen wir hier gar nichts mehr, das macht nämlich jetzt der Regierungspräsident. Und das ist nicht mein Vorgehen, wie ich das machen will, und deswegen sage ich, ist ein steiniger Weg, aber wir sollten ihn gehen, weil die kommunale Handlungsfähigkeit, die müssen wir erhalten, alles andere wäre ein kommunalpolitischer Offenbarungseid für mich. Wen mag er damit gemeint haben? Jetzt ist Peter Wunschrundbauer dran. Ja, das ist manchmal ganz gut, wenn man aus seinem eigenen Saft rauskommt und mal ein bisschen über die Stadtgrenzen hinweg guckt. Dass beispielsweise in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, ein sehr gut funktionierender Bürgerhaushalt existiert, wo die Menschen eigene Vorschläge machen, wo wesentlich höhere Sparziele gesteckt werden als 200.000 für die Bibliothekenschließung, die ja ein Witz sind im Verhältnis zu dem, was insgesamt an Schulden da ist. Ich glaube, an erster Stelle, wir haben ja eben gerade gehört... Machen Sie mal ein Beispiel. Ja, jetzt kommt ein Beispiel. An erster Stelle würde ich mal sagen, bevor ich mit einem Beispiel komme, verabschieden wir uns von einer Lebenslüge. Keiner, und das wissen auch alle, aber keiner sagt es oder wenige sagen es. Die Kommunen werden sich aus eigener Kraft nicht mehr konsolidieren können. So, und da nehme ich jetzt mal einen völlig Unverdächtigen, nämlich Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin und Bonn. Der ist Bonner, der hat das im Bonner Generalanzeiger, ich glaube im Juni letzten Jahres gesagt, Bonn kann sich aus eigener Kraft nicht mehr konsolidieren. So, das ist das Erste. Daraus den Schluss zu ziehen, wir sollen nicht sparen, wäre ein Fehlschluss. Natürlich müssen wir uns anstrengen und müssen sparen, wo es möglich ist. Möglich ist Sparen immer dann, und zwar viel sinnvoller, wenn man das nicht alleine macht, per Ordre de Mufti, durch einen Ratsbeschluss, sondern wenn man auch da, und das ist eine sehr anstrengende Arbeit, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern so etwas umsetzt und beschließt. Ich habe im März an einer Konferenz, einem Kommunalkongress teilgenommen, der genau zu diesem Thema gelaufen ist. Da waren die Oberstadtdirektoren und die Oberbürgermeister und Bürgermeister und Finanzkämmerer von Garmisch bis Flensburg anwesend und haben hunderte von praktischen Beispielen gebracht, wo sie am Ende gesagt haben,
eigentlich haben wir gedacht, die können das gar nicht. Das können ja eigentlich nur wir als Verwaltungshengste. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass sie am Ende nach solchen Prozessen wesentlich mehr mit nach Hause genommen haben an Einsparpotenzial, als das jetzt der Fall ist. Und wenn man über Personal spricht, dann ist das richtig. Das muss man immer überprüfen. Gucken wir doch mal genau in das Personal der Stadt. Wenn drei Leute noch in dieser Stadt für die Bauaufsicht zuständig sind, ja, sollen die dann aus dem Grünflächenamt dann darüber geschoben werden? Oder will man da neue einstellen? Wenn man neue einstellen will, was macht man mit denen, die beispielsweise überzählig sind? Die haben auch ihre Arbeitsverträge. Also ich glaube, so einfach darf man sich das nicht machen. Man darf es nicht so schwarz-weiß sehen. Und letzter Satz. Ich bin für eine maßvolle Gewerbesteuererhöhung bei gleichzeitiger Grundsteuererhöhung. Das sind im Moment die wenigen kleinen Stellschrauben, die diese Stadt hat. Vor allen Dingen aber bin ich dafür, zu gucken, wie können wir Einnahmen generieren. Und was können wir da tun? Das muss nicht die Bürgerschaft machen, sondern das muss insgesamt entwickelt werden. Und das kann man durchaus auch realisieren. Vielen Dank. Ich hätte noch Zeit für ein Schlusswort. So, wir haben eben 8 Uhr jetzt eigentlich als Deadline, weil ein Kandidat jetzt auch gleich weg muss und noch in die Südstadt. Vielleicht machen wir es so. Jeder kriegt jetzt noch mal ganz kurz einmal das Wort, um Ihnen zu sagen, warum Sie am Sonntag zur Wahl gehen sollen und ihn oder sie auch wirklich ankreuzen sollen. Kurzes Statement, Wahlaufruf, warum gerade Caroline Tepas am Sonntag wählen. Mein Statement ist nicht kurz, dann vielleicht nehmen Sie mal. Die Zeit wird nicht länger, wenn erst die anderen dran sind. Aber Herr Grundschulbauer, wollen Sie anfangen, dann kann sie nochmal nachdenken. Genau, ich kann es nochmal länger nachdenken. Und ich soll sagen, warum ich gewählt werde. Warum sollen die Leute am Sonntag wählen? Ich finde, es ist gut, wenn ein Oberbürgermeister Erfahrungen mitbringt, die die Finanzen betreffen, die die Verwaltung einer großen Verwaltung betreffen, die die Kommunikation betreffen und vor allen Dingen Erfahrungen gemacht hat, die nicht nur in Bonn stattgefunden haben, sondern auch an anderen Orten. Das ist bei mir der Fall. Und zum Zweiten, nicht nur in der Verwaltung tätig gewesen ist, sondern auch als Selbstständiger. Das habe ich auch mindestens genauso lange gemacht. Und das sind ganz andere Sichtweisen auf eine Stadt, auf eine Dienstleistung und auf die Notwendigkeit für die drei Schwerpunkte, die ich vorhin genannt habe. Danke, Tom Schmidt. Ich möchte, dass sich diese Stadt unter drei Gesichtspunkten weiterentwickelt, nämlich sie soll vielfältig und bunt und noch bunter werden, sie soll sozial gerecht sein und sie soll nachhaltig agieren. Und ich habe dafür ist eine Voraussetzung, dass wir uns auf einer finanziell soliden Basis bewegen. Ich habe dafür einen konkreten Plan, den habe ich jetzt schon, den will ich erst nicht entwickeln, wenn ich OB geworden bin. Und ich glaube, ich kann auch direkt loslegen. Ich kenne die Verwaltung, ich kenne die Politik, ich bin gut vernetzt. Und wenn ich als Oberbürgermeister gewählt bin, kann ich am nächsten Tag loslegen. Ich möchte noch ganz kurz sagen, also hier, unsere Partei ist nicht dazu da, große eigene Visionen an den Mann, die Frau zu bringen, da die Realität uns genügend Stoff liefert, mit der Reaktion auf dieselbe wir voll auf beschäftigt sind. Ich möchte daher mit den Worten unseres Vorsitzenden schließen. Wo steht's denn gleich? Ah, hier. Was hat er noch gesagt? Genau, es gibt nur 4 oder 5 Möglichkeiten, auf den Irrsinn des kapitalistischen Systems zu reagieren. Alkoholismus, bewaffneter Widerstand, Politik und Satire. Hier wählen die Satire. Vorlagen liefert da unter anderem auch SD daran gefehlt hat. Wenn Sie uns wählen, machen Sie Werbung für uns. Wir freuen uns sehr darüber. Gut. Ich muss mich zu guter Letzt noch bei 3 Leuten entschuldigen, weil ich gerade bei Ihnen und dort und da hinten auch noch signalisiert hätte, wir hätten genug Zeit für mehr Fragen. Da habe ich mich leider getäuscht.
Ich freue mich riesig über diesen Abend, dass das geklappt hat. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte mit Mikrofon, aber die Technik spielt eben nicht immer mit. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, wir konnten einige Impulse geben für die nächste Wahl. Der Wahlkampf war extrem rundgelutscht, fand ich. Es hat, wenn man zum Beispiel beim Wahlomaten teilnimmt, das ist ein Programm, bei dem man sich die Fragen und die Statements der OB-Kandidaten anschauen kann, wie die zu einem passen, dann kommen fast immer dieselben Ergebnisse bei raus. Also man kann da klicken und ankreuzen, was man will. Die drei OB-Kandidaten von den großen Parteien, die schneiden fast immer gleich ab. Ich finde, diese Wahl ist sehr schwierig. Man hat wirklich Probleme, sich für einen Kandidaten zu entscheiden. Ich hoffe, wir konnten da... Die drei Großen, ja. Ich hoffe, wir konnten da eine Hilfestellung leisten und bedanke mich für den schönen Abend. Michael. Ich wollte noch sagen, wenn Sie einen von den beiden Herren wählen, helfen Sie uns auch, weil dann haben wir auch wieder zu tun mit. Okay, selbst wenn es euch und Ihnen schwerfällt, gehen Sie am Sonntag wählen. Ich denke, das ist wichtig. Treffen Sie Ihre Entscheidung. Und immerhin eins kann man ja sagen, wer auch immer von Ihnen am Ende das Rennen dann machen sollte oder vielleicht auch noch jemand Drittes. Mit kritischen Fragen von Piraten und Linken wird man sich dann im Rat auch zukünftig auseinandersetzen müssen. Und insofern geht das politische Schauspiel an der Stelle weiter. Und wir werden da in jedem Fall versuchen, die einzelnen Punkte, die wir jetzt hier etwas anreißen konnten, dann auch noch auf Dauer zu bearbeiten. Denn am Ende muss man sagen, es ist ja immer ein Zusammenspiel auch mit dem Rat. Der Oberbürgermeister kann alleine nicht die Bäume ausreißen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Sie den politischen Prozess auch weiter engagiert begleiten. Über die Wahl am Sonntag hinaus, aber natürlich auch da. Und ich glaube, damit können wir es an der Stelle bewenden lassen. Vielleicht bleibt der ein oder andere noch hier, wenn Rückfragen bestehen und die Herren nicht sofort weg müssen, dann kann man das da klären. Vielen Dank und schönen Feierabend.